Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Und letztes Mal ist die Frage aufgekommen, wo wir die Hecken hier geschnitten haben, die Baumhecke. Da haben wir ja oft auch richtig dicke Sachen, wie man das Ganze beseitigen kann. Wir haben jetzt da den Haufen, wo wir letztes Mal die Hecke geschnitten haben. Das ist jetzt schon ein bisschen dürr, aber das passt schon. Wenn ihr jetzt so einen kleinen Häcksler habt, wo ihr üblicherweise so von den Baumärkten her kennt, so wo mit drei Äste schon zugestopft ist, dann hat sie ewig beschäftigt und vor allem fackt der meistens bloß so kleine Sachen und dickere nicht. Wir haben da jetzt ein Profi-Gerät. Und zwar von der Firma Elliott, den Superprof 2000. Da gibt es verschiedene Modelle, von klein bis groß. Das ist jetzt unser Leihgerät, den könnt ihr auch bei uns ausleihen. Weil meistens ist privat nicht unbedingt interessant, dass man so ein teures Gerät anschafft. Wenn einer gewerblich arbeitet, ist das natürlich schon was anderes. Der schafft bis 120 mm Häckselleistung, also richtig dicke kleine Bäume schon. Maximum, der hat einen Zweizylindermotor, also richtig Drehmoment. Der wird hydraulisch angetrieben, also ihr müsst den nicht schieben, sondern ihr könnt den fahren, vorwärts, rückwärts hier. Wichtig ist dabei, der darf nicht im Einzugsbereich sein. Also der muss auf rückwärts oder neutral stehen. Das kann man mit dem Hebel steuern hier. Rückwärts, neutral oder Einzug. Hier sieht man es auch nochmal symbolisch dargestellt entsprechend. Ihr habt große luftbereifte Räder. Läuft mit Super Plus Kraftstoff oder Sonderkraftstoff für Viertaktmotore. Vorne kann man das aufklappen auch. Der da hier schön gut rauswirft. Bei den neueren Modellen habt ihr ein Gebläse, wo ihr es auch noch wohin blasen könnt. Das kommt dann aufs Modell an. Wenn was verstopft sein sollte, kann man auch einfach zerlegen. Da kann man das Ganze hochklappen. Staubt jetzt ein bisschen. Und hier ist eine Schnellverriegelung. Da kann man das Gitter rausnehmen und dann kann man an die Messer ran, wenn wirklich was verstopft sein kann. Sollte, dass man da halt nicht mordsmäßig schrauben muss, geht wirklich einfach. Aufpassen, die Messer sind natürlich super scharf, dass ihr euch nicht schneidet. Und zum Häckseln muss man wieder runterklappen, weil sonst geht er nicht wegen Sicherheitsschalter. So. Von der Bedienung her ist das eigentlich auch ganz einfach. Schutzhandschuhe würde ich wieder empfehlen. Visier mit Gehörschutz. Verlinke ich euch auch alles nach dem Video, wenn ihr sowas braucht. Schock ziehen, Vollgas geben, ist mit Elektrostart ausgerüstet. Schlüssel einfach umdrehen. Schock braucht ihr nur am Anfang.
So, ihr habt es gesehen, zum Ausmachen braucht man bloß hier das Gas zurücknehmen, Schlüssel auf, aus, fertig. Ihr könnt da relativ kurze Zeit große Mengen an Astmaterial häckseln, wenn es wie hier ist, so klar zeigt. Da kann man halt wirklich bündelweise reinstecken. Der hat einen hydraulischen Einzug. Das heißt, der zieht das Material selber rein. Man muss bloß aufpassen, dass nicht zu viel auf einmal wird, dass es nicht verstopft. Man kann da nachgehen. Bis daher ist kein Problem. Da ist eine Schutzklappe. Weiter sollte man nicht gehen. Aber normalerweise, wenn man weitergeht, schöpft man automatisch deswegen einen Schutzbügel den Einzug aus, dass da halt nicht so leicht was passieren kann. Das sollte man natürlich schon mit Vorsicht behandeln. Also Sicherheitshinweise beachten, Handschuhe tragen, Schutzbrille, Gehörschutz, wenn man damit arbeitet. Aber man ist halt wesentlich effektiver und man kann halt wirklich auch große Sachen in kurzer Zeit klein häckseln. Vorteil, das Häckselmaterial kann man dann nehmen zum Mulchen oder unter die Sträucher, dass kein Unkraut wächst, und so braucht man das wertvolle Material nicht entsorgen und wegfahren. Wenn man es häckselt, kann man es halt wieder nutzen. Also den Häcksler könnt ihr bei uns ausleihen. Oder ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr Gewerbebetrieb habt oder Großbedarf habt, natürlich auch kaufen. Gibt es in verschiedenen Größen. Zum Leihen haben wir den großen eigentlich hauptsächlich, weil die meisten, die bei uns leihen, wollen was haben, was sehr effektiv ist. Wir haben natürlich kleine Elektrohäcksler auch zum Leihen. Aber wie gesagt, wenn ihr Mengen habt oder so Baumhecke wie hier und zuschneidet, dann würde ich euch das Benzingerät empfehlen, weil ihr könnt da überall schön hinfahren und dann das Material entsprechend häckseln. Ja. Das war wieder Bernhard Eschbaumer. Wenn es euch gefallen hat, macht's ja, gefällt mir, liked's mir, abonniert's mir, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Abend. Dankeschön.